einfach mal drauf. Irre ist der reaktionsschnell. Heute bei Ballzauber. Unser Eindruck von der Vollversion von eFootball PES 2020. Wir stellen euch die Spielmodi vor und werfen einen Blick auf die neue Meisterliga. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Ballzauber, die eFootball PES 2020 Show mit mir, dem Sascha. Und ich bin Hoppi, hallo. Und wenn ihr unsere Sendung schon kennt, wisst ihr, es gibt am Ende auch immer was richtig Schönes zu gewinnen. Von daher dranbleiben, wir verraten euch dann später mehr. Zur heutigen Veröffentlichung von PES 2020 stellt sich natürlich die Frage, was könnt ihr eigentlich alles im neuen Fußballspiel zocken? Und das zeigt euch der nächste Beitrag. Ganz gleich, ob Solozocker, Koop-Spieler oder Online-Gamer. eFootball PES 2020 hat jedem Spielertyp etwas zu bieten. Für den schnellen Kick stehen Freundschaftsspiele und Versus-Partien bereit, die ihr dank Live-Aktualisierung auf Wunsch mit den aktuellen Kadern der jeweiligen Vereine bestreiten dürft. Unter Koop verbündet ihr euch über das Netzwerk mit bis zu zwei weiteren Spielern und tretet gemeinsam gegen menschliche Gegner oder die CPU an. Außerdem könnt ihr euch mit anderen in einer Lobby versammeln und Freundschaftsspiele austragen. Sehr spaßig ist die Zufallsauswahlpartie. Darin legt ihr bis zu vier Kriterien fest, nach denen die Kicker für eure Mannschaft ausgewählt werden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig und sorgen in Verbindung mit dem Zufallsfaktor für echte Herausforderungen. Mit eurer bunt zusammengewürfelten Truppe tretet ihr anschließend gegen ein ebenfalls zufällig erstelltes Team an. Umfangreichere Wettbewerbe erwarten euch natürlich ebenfalls. Unter dem Menüpunkt Liga absolviert ihr eine Spielzeit mit dem Team eurer Wahl. Bei Pokal könnt ihr unter anderem eine ganze Europa- oder Weltmeisterschaft spielen. Dabei überlasst ihr die teilnehmenden Mannschaften dem Zufall oder entscheidet selbst über die Zusammensetzung des Turniers. Werdet zur Legende lässt euch eine komplette Fußballerkarriere als vorhandener oder selbst erstellter Spieler erleben. Dagegen baut ihr unter MyClub ein ganzes Team auf und spielt in verschiedenen Wettbewerben gegen die KI und Online-Gegner. Der Anlaufpunkt für kompetitive Online-Begegnungen lautet schließlich eFootball. Dort findet ihr unter anderem Ranglistenspiele sowie den neuen Modus Matchday. Jetzt die Siegerehrung. Der erste Titel, der ist nun verteilt in dieser Saison. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, werdet ihr festgestellt haben, da fehlt doch noch ein Modus, der seit Jahr und Tag wichtiger Bestandteil von PES ist. Genau, nämlich die Meisterliga. Der vielleicht beliebteste Spielmodus in PES hat in diesem Jahr einige ganz große Neuerungen verpasst bekommen. Und welche das sind, das stellen wir euch im nächsten Beitrag im Detail vor. Die Meisterliga ist seit eh und je das Herzstück der PES-Reihe. Für eFootball PES 2020 spendierte Konami dem Modus eine optische und inhaltliche Überarbeitung. Zu Beginn entscheidet ihr euch für einen Verein und eine Startaufstellung. Danach wählt ihr einen Trainer aus, der die Geschicke eures Clubs leiten soll. Ihr könnt eine Reihe von Fußballlegenden wie Diego Maradona, Romario und sogar Lothar Matthäus auf die virtuelle Trainerbank setzen. Nach der Vorstellung auf einer Pressekonferenz und der Einigung auf die Saisonziele geht es los. Fortan liegen sämtliche Entscheidungen rund um den Verein in eurer Hand. Das betrifft nicht nur die Aufstellung und Taktik eures Teams, sondern auch das individuelle Training der Spieler, Vertragsverhandlungen und natürlich Transfers. Diese orientieren sich nun stark an der Realität. Möchtet ihr Weltklasse-Spieler oder begehrte Jungstars in eure Mannschaft holen, benötigt ihr ein prall gefülltes Konto. Spieler mit laufenden Verträgen kosten zig Millionen Euro Ablöse. Während alternde Kicker zwar für schmales Geld zu haben sind, aber teils hohe Gehälter fordern. Das alles muss natürlich mit Fernseh- und Sponsorengeldern wieder reingeholt werden. Daher solltet ihr eure Finanzen stets im Blick behalten. Alternativ beobachtet ihr die Spieler eurer Nachwuchsmannschaft und holt sie ins Profiteam. Auf dem Rasen kontrolliert ihr das Geschehen in der Regel selbst. Ihr könnt aber auch den Co-Trainer-Modus aktivieren. Dann steuert ihr nur die Aufstellung und taktischen Vorgaben, während die KI die Kugel rollen lässt. Von großer Wichtigkeit ist die Form eurer Spieler, die von verschiedenen Faktoren wie der Spielzeit und ihrer Rolle in der Mannschaft abhängt. Während Spieler über 30 meist keine großen Leistungssprünge mehr machen, können junge Profis richtig aufblühen und zu echten Superstars heranreifen. Ja.
Besondere Entwicklungen und Ereignisse rund um Trainer und Mannschaft werden in regelmäßigen Zwischensequenzen gezeigt. Dabei könnt ihr oft aus verschiedenen Antworten wählen, um den zukünftigen Verlauf eurer Karriere zu beeinflussen. Ihr könnt ruhig auftreten und von Spiel zu Spiel schauen oder Presse und Fans bereits zu Beginn der Saison den Titelgewinn versprechen. Allerdings sollten euren Worten dann auch Taten folgen. Sonst kann die Stimmung im Verein schnell kippen. Ein Highlight jeder Saison ist natürlich das Derby gegen den großen Rivalen. Im Vorfeld der Partie steigt der Druck. Denn sowohl Vereinsführung als auch Anhänger wollen einen Sieg sehen. Wenn dann beispielsweise der AC Mailand und Inter Mailand die Kräfte messen, entsteht eine ganz besondere Stimmung. Ob auch das eigentliche Spiel diese großen Erwartungen erfüllt, ist dagegen eine andere Sache. Clever gespielt! Ja, Sascha, du hast dich ja schon ein bisschen ausführlicher mit der Vollversion des Spiels auseinandersetzen können. Was ist dir denn so aufgefallen? Wie lange hast du denn schon gezockt jetzt? Oh, ich habe schon einige Partien gemacht, sowohl in der Meisterliga als auch Freundschaftsspiele dann eben mit verschiedenen Teams. Ich finde das Spieltempo nach wie vor super. Also es ist sehr ruhig, es ist sehr auf Spielaufbau bedacht. Wenn man wie früher einfach irgendwelche blinden Pässe ins Mittelfeld spielt oder lange Dinger nach vorne kloppt, kriegt man die Quittung sofort. Die CPU ist schon sehr, sehr knackig auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Da habe ich mir schon ein paar Buden gefangen. Und ja, man muss wirklich viel mehr Fußball spielen. Also viel mehr den Ball laufen lassen, auch mal die Seiten wechseln, auch mal wirklich hintenrum spielen, wenn der Gegner presst, also sehr, sehr hoch steht, einfach wieder neu aufbauen. Ist schon anspruchsvoll. Aber ich finde es echt klasse. Es sieht wieder super toll aus. Ja, vor allen Dingen die Animation. Ich habe ja auch schon ein bisschen reingucken können. Und diese Bewegungsabläufe sind zum Teil so richtig schön flüssig und sehen so authentisch aus. Und man möchte einfach nur den Ball einfach hin und her kicken, einfach nur, damit man diese Animationen sehen kann. Ganz genau, weil auch die unterschiedlichen Spielertypen sich ganz anders verhalten. Ja. Also grobe oder große Verteidiger, sage ich mal, die gehen halt mit der Kugel so ein bisschen grobschlächtiger um, genau, während dann halt wirklich Mittelfeldspieler, so feine Füßchen wie eben Thiago zum Beispiel, da richtig das Leder streicheln und auch die Animation bei der Ballannahme, Ballmitnahme, das ist halt teilweise echt genial. In Kombination mit dem Finesse-Dribble umso mehr, also einfach nur mit dem rechten Stick so den Ball mitzunehmen oder mitzurollen, das sieht schon klasse aus. Die Torabschlüsse sind teilweise echt toll und es gibt wirklich viel zu sehen einfach. Was mir noch auffällt bei PES 2020 ist die gute Stimmung in den Stadien und dazu tragen natürlich auch die ganzen Derbys, die man im Spiel nachspielen kann, ihren Teil dazu bei. Haben wir auch gerade schon in dem Beitrag zur Meisterliga gesehen. Und daher auch die heutige Gewinnspielaktion sozusagen. Wir möchten gerne von euch wissen, was ist denn das beste Derby und warum? Schreibt es in die Kommentare und unter den Teilnehmern verlosen wir einmal zwei Karten für ein Heimspiel des FC Bayern, diesmal für den 9. Spieltag gegen Union Berlin. Das war's auch schon wieder für Ballzauber, die eFootball-Pest 2020 Show. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zocken mit Pest 2020, denn das ist seit heute erhältlich für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Also Ballhoi, bis zum nächsten Mal. Ciao.